Es liegt das 49. Tonband auf. Es ist jetzt 11.42 Uhr. Es ist noch immer der 8. September 1960. Ich zeige Ihnen jetzt hier eine Fotokopie, meine Nummer 4 Gimmel He 43-9. Ein Brief des BDS, Referat 4B4, Den Haag wahrscheinlich, den 27. April 1943 an Ihre Abteilung 4B4 im RSHA Berlin und betrifft die Entjudung der Niederlande. Unterschrieben ist das, das ist hier Zöpf unterschrieben. Ja. Wollen Sie das Dokument durchlesen? Ich stelle einen Moment den Apparat ab. Haben Sie sich das Dokument durchgelesen? Jawohl. Wollen Sie sich dazu äußern? Es ist ein Bericht über den Stand der Entjudung in den Niederlanden. Und zwar vom 27. April 1943. Und es geht hervor aus dem Bezug, dass dieser Bericht am 24.04.1943 durch eine FS-Nummer sowieso von Reichssicherheitshauptamt 4B4 angefordert worden ist. Das steht klar hier aus dem Zug hervor. Also ist es ein Bericht, der irgendwie gegeben werden musste, zu dem das Referat 4B4 aufgefordert wurde, sei es für Müller, ist aber unwahrscheinlich, für Chef der Sicherheitspolizei SSD, sei es für irgendeine andere Stelle. Irgendeine Stelle wird den Bericht gefordert haben und deswegen hat er diesen Bericht auch so umfassend und genau gemacht, wenngleich normalerweise sowieso monatlich eine Berichterstattung gemacht werden musste, die das Dezernat wieder brauchte, das heißt mein Dezernat wieder brauchte, um seinerseits einen Bericht daraus zu machen. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Das heißt, es ist ein Bericht, aus dem hervorgeht, wie viele Juden bis zu diesem Zeitpunkt deportiert worden sind, welche Gruppen noch dort geblieben sind. Und so weiter, jawohl. Wollen Sie das Dokument unterschreiben? Jawohl. Hier auf der Seite oder unten, als Beweis dafür, dass Ihnen vorgelegt worden ist. Ich zeige Ihnen jetzt eine Fotokopie, meine Nummer 4 Gimmel He 43-10. Es ist ein Schreiben des BDS, Referat 4B4, Den Haag, den 10.05.1943, an das Judenlager Westerburg, das ist durchgestrichen, an der Seite steht Fräulein Slotke. Betrifft Füllung der Züge nach dem Osten. Unterschrieben wieder Zöpf, ja? Zöpf, ja. Wollen Sie das Dokument durchlesen? Ja. Ich stelle einen Moment den Apparat ab. Ja. Haben Sie das Dokument durchgelesen? Jawohl. Wollen Sie sich dazu äußern? Es ist ein Vermerk des BDS Den Haag, PB4, Zöpf, bezüglich der Auffüllung von Zügen für insgesamt 8.000 Juden für den Monat Mai. Das dürfte, datiert vom 10.05.43, das dürfte in Zusammenhang gebracht werden können mit dem verlangten Bericht, den ich eben gesehen habe, der vom April 1943 ist. Also wird das entweder hängt dieser angeforderte Bericht hier mit einer Fahrplankonferenz zusammen, wo auf größere Sicht Fahrpläne erstellt worden sind, oder er hängt zusammen mit einer Forderung der ehemaligen Vorgesetzten, die wir hatten,
Eins von den beiden muss es also sein, denn sicherlich im Anschluss daran hat also das Reichssicherheitshauptamt, dem BDS, Den Haag, Züge für insgesamt 8000 Juden zur Verfügung stellen können. Das geht also hier daraus hervor. Und nun überlegt sich jetzt hier BDS Den Haag, wie es möglich ist, örtlich hier diese Zahlen zu erfassen. Bedeutet das, dass die hier in dem ersten Satz, wie es geschrieben ist, dass das RSHA für den Monat Mai unter allen Umständen die Absendung von 8000 Juden verlangt, dass sie den besetzten Ländern die Monatsquoten der zu deportierenden Juden vorschrieben? Wenn ich zum Beispiel, also ich kann mich heute nicht erinnern, aber ich leite jetzt aus diesem ersten Satz ab. Wichtig für das Reichssicherheitshauptamt war das Kontingent von Zügen, das es bekam. Das Reichsverkehrsministerium wurde ja von der oberen Ebene angewiesen, hier alles zu tun, was möglich ist. Und wenn das Reichsverkehrsministerium die Züge, sagen wir mal, en bloc frei stellte oder die Möglichkeit zur Verfügung stellte, wurden sie aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgte nach den vorliegenden Berichten selbstverständlich. In dieser Form gesehen oder von diesem Sektor aus gesehen, ja. Denn ich konnte, es nutzte mir nichts, oder es nutzte dem Reichssicherheitshauptamt oder 4B4 nichts, wenn zum Beispiel irgendein Land in einem Monat 20.000 Juden evakuieren wollte und das Reichssicherheitshauptamt dafür keine Züge bekam. Und umgekehrt, wenn aber jetzt durch irgendwelche lokalen Verhältnisse der Reichsbahnangelegenheiten aus Holland zum Beispiel, um bei diesem Land zu bleiben, aus irgendeinem Grund Leerzüge zur Verfügung standen, weil die Hintransporte gegeben waren durch Verlagerung von Kriegsmaterial oder ich weiß nicht, was eben sonst für Fracht in Frage hätte kommen können, dann war das Reichssicherheitshauptamt verhalten, diese Rückfracht dann auszunutzen, weil das Reichsverkehrsministerium von sich aus das Reichssicherheitshauptamt darauf hinwies, es stehen uns so und so viele Züge im Monat Mai, um bei diesem Monat zu bleiben, zur Verfügung. Also hätte es auch so liegen können, der Fall. Das Ganze war das A und O der Evakuierungsmöglichkeit, war ja die zur Verfügungstellung von Transportraum. Das war das A und O. Und danach richtet sich alles andere. Ist das dann so zu verstehen, dass nachdem, wie Sie sagen, die Zugsmaterialien besprochen worden sind, Sie darüber eine Übersicht hatten, dann Sie dementsprechend die Quoten der zu deportierenden Juden von den besetzten Ländern einzuhalten verlangten? Ja, nun, das nicht ich, sondern ich hatte dann sicherlich wieder den Befehl vom Reichsführer, der ja nun dahinterher war, dass das Reichsverkehrsministerium die größtmöglichste Anzahl von Transportraum zur Verfügung stellte. Der dahinterher war, dass hier ohne Säumen und ohne Verzug evakuiert wurde. Dann habe ich selbstverständlich, wenn ich für Holland 8 Züge frei bekommen habe, dann sind eben für Holland 8000, das war die Zahl, sicherlich wurde nicht 8000 gesagt, sondern es sind 8 Züge stehen zur Verfügung und danach hat Den Haag eben 8000 reingesetzt, weil sie wussten, dass 1000 gefahren werden. Nun lese ich hier, dass mit einem Zug 1200 abgeschoben wurden und am 1.5. gab 1450 Juden, Kranke und ältere Juden. Das verstehe ich wieder nicht. Ist das nicht so zu verstehen, dass da Sie eben hier 8000 vorgeschrieben haben, diese 8000 auf alle Fälle abgefahren werden müssen? Folglich werden die Züge so besetzt, 1201er, 1450, 1630, 1500, so bis die Zahl 2220, glaube ich hier zum Schluss, bis die Zahl von 8000 erreicht ist.
Wie Sie das örtlich gemacht haben, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wenn Sie das zusammennehmen, glaube ich, werden Sie auf 8.000 kommen. Ja, ja, es fehlen Ihnen hier noch 2.220 Juden, fehlen Ihnen noch. Also Sie haben es nicht erreicht. Ich habe ja nun nicht die Zahlen verlangt, sondern ich habe das gegeben, das heißt, ich ja nun auch nicht, das wird die Fahrplanabteilung gemacht haben, Novak, der hat Ihnen die Züge zur Verfügung gestellt, die eben hier auf dieser Route Holland freikamen vom Reichsverkehrsministerium. Was hier steht, Franke und ältere Juden. Die waren für den Osten, waren sie richtlinienwidrig gewesen. Sind aber abgeschoben worden dahin. Nach dem Osten? Ob sie wirklich abgeschoben worden sind? Nach dem Osten, ja, wo sind die hin? Sind die vielleicht nach Theresienstadt abgeschoben worden? Das geht doch nur von dem Transport nach dem Osten. Hier oben, Osten, jawohl. Na gut, das ist ein Vermerk, den er sich aufgesetzt hat, der nicht weiter ausgegangen ist. Denn das ist regelwidrig, Kranke und ältere Juden. Das entspricht nicht den Richtlinien. Wir haben schon öfter gesehen, dass Kranke und ältere Juden in die Transporte reinkamen. Hier kommt es wieder zum Ausdruck. Naja, wie gesagt, das ist ein Vermerk, den er sich aufgesetzt hat oben. Er ist nicht, wäre er ans Reichsheeresamt gegangen, wäre auf die Regelwidrigkeit hingewiesen worden. Weil es gegen den Richtlinien, die ja nun auch bekannt sind, stand. Wollen Sie das Dokument unterschreiben, jawohl, als Beweis dafür, dass Ihnen vorgelegt worden ist? Und bei der Gelegenheit können Sie dann auch die Unterschrift selbst bestätigen. Ich zeige Ihnen jetzt eine Fotokopie, meine Nummer 4 Gimmelhe 43-24. Ein Fernschreiben an das Reichssicherheitshauptamt, Referat 4B4, vom BDS Den Haag, Abteilung oder Dezernat 4B4. Den 15. April 1943 und betrifft Zug aus den Niederlanden nach Theresienstadt. Auch wieder die Unterschrift von Zöpf. Ja? Zöpf, jawohl. Wollen Sie das Dokument durchlesen? Ich stelle einen Moment den Apparat an. Jawohl. Haben Sie das Dokument durchgelesen? Jawohl. Wollen Sie sich dazu äußern? Ja, es handelt sich hier um die Mitteilung des BDS, fernschriftliche Mitteilung des BDS, Den Haag an das Reichsheereshauptamt 4W4, dass die örtliche Bahnhofkommandantur vorschlägt, die Juden in Personenwagen nach Theresienstadt zu befördern, weil sie dann im normalen Tempo gefahren werden könnten. Also das heißt mit anderen Worten, dass hier keine Fahrplanerstellung durch das Reichsverkehrsministerium mit Reichsheereshauptamt und so weiter mehr notwendig wäre und dass der Reichskommissar hier diese Sache ebenfalls vorschlägt und er beruft sich hier auf einen Vorschlag von mir, aufgrund eines Vorschlages von mir, die truppweise Abbeförderung in fahrplanmäßigen Zügen nach Theresienstadt, nachdem ich da mein Einverständnis gegeben habe. Die Transportkommandantur regt darüber hinaus an, oder die Transportkommandantur gab an, dass zur Stellung von Personenwagen in der Lage wäre und hierfür lediglich eine formale Genehmigung Berlins notwendig wäre. Also Berlins Transportkommandantur von der vorgesetzten Dienststelle der Transportkommandantur, also nicht Reichsverkehrsministerium. Und der Befehlshaber des Sicherheitspolizeiministeriums, der Zöpf, bittet, wird um Genehmigung,
bittet um die Genehmigung der Abbeförderung auf diese Art und Weise in truppweise in Personenwagen. Daraus ist ersichtlich, dass das Problem Nummer eins um jene Zeit, und das dürfte auch mit den anderen beiden Schreiben wieder zusammenhängen, irgendwie wahrscheinlich die zur Verfügungstellung von rollendem Material gewesen ist. Das dürfte das Problem gewesen sein. Was ich eben hier schon glaubte, dass entweder ist es eine Berichterstattung gewesen, die verlangt wurde, oder ist es aufgrund einer Fahrplankonferenz gewesen, wo dem Reichssicherheitshauptamt durch das Reichsverkehrsministerium hier mehrere Garnituren offeriert werden konnten. Und ich sehe hier aus diesem Fernschreiben, dass es also schwierig gewesen ist, um jene Zeit 1943, auch wieder 15.04.43, alles um diese Zeit, rollendes Material zu bekommen. Und dass man hier in Den Haag nach Theresienstadt zumindest in Truppweise die Abbeförderung vornahm. Ist nicht der Unterschied darin zu suchen, dass hier in diesem Schreiben es sich um Theresienstadt handelt, darum also kleine Transporte, um Unannehmlichkeiten aus dem Wege zu gehen, die Öffentlichkeit nicht darüber zu erregen, während die Massentransporte nach dem Osten, die wurden in großen Transporten nach dem Osten konnten ja nie, truppweise konnte ja nach dem Osten überhaupt nicht gefahren werden. Das ging ja gar nicht. Ich lese hier, dass der Reichskommissar diese Sache deswegen befürwortet, weil er es propagandistisch, wo steht das hier, weil er Wert auf eine gewisse Propagandawirkung legt, da es sich um eine Wohnsitzverlegung handelt und der Zug nicht aus dem Lager, sondern von Amsterdam abfahren würde. Also ist das ist wahrscheinlich erst aus der, wie soll ich das mal jetzt sagen, aus der Not eine Tugend sogar gemacht worden, wenn ich das mal sagen darf, dieses Wort. So ungefähr wird das damals gewesen sein. Sie hatten da eine persönliche Besprechung mit dem Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete? Ich mit dem Reichskommissar? Ja, das hatte ich nicht. Die Beförderung im Personenwagen läge auch im Sinne des Herrn Reichskommissars, nachdem mit ihm aufgrund der seinerzeitigen Vorschläge von Obersturmanführer Eichmann die Umsicht noch. Dort hatten sie eine Besprechung mit dem Reichskommissar aufgrund meiner Vorschläge, also in Trupps. Ich nicht. Wollen Sie das Dokument unterschreiben als Beweis dafür, dass es mir vorgelegt worden ist? Ich zeige Ihnen jetzt 6 Seiten Fotokopien, meine Nummer 4 Gimmel He 43-11 A bis F. Ein Aktenvermerk des BDS Den Haag Referat 4 B5 betrifft Besprechung im Reichssicherheitshauptamt vom 1. bis 6.7. 1943. Es ist unterschrieben von einem Untersturmführer, Werner wahrscheinlich. Werner wahrscheinlich, ja. Kannten Sie den? No, ich kann mich. Ja, ich werde ihn sicher. Ich nehme wohl an, wenn er im Reichssicherheitshauptamt war zu einer Besprechung, werde ich ihn wohl gekannt haben. Ich kann mir jetzt nichts mehr darunter vorstellen. Wollen Sie sich das Dokument durchlesen? Ich stelle einen Moment den Apparat ab. Haben Sie das Dokument durchgelesen? Jawohl. Wollen Sie sich dazu äußern? Es handelt sich hier um einen Bericht eines SS-Untersturmführer, könnte Werner heißen, von der Dienststelle des Befehlshabers der Sicherheitspolizei in SSD, Den Haag,
zweifellos ein Sachbearbeiter von Sturmanführer Zöpf, über eine Besprechung im Reichssicherheitshauptamt 4b4 vom 1. bis 6.7.43. Hier teilt er mit, dass nunmehr sämtliche Rückführungsangelegenheiten, teilt er mit, dass sämtliche Vorgänge betreffend Rückführung von Mischlingen und Emigranten in das Reichsgebiet von 4D3C an das Amt schreibt er hier, muss natürlich heißen, Dezernat 4B4, abgegeben worden seien. Die Übergabe der Akten erfolgte wegen der dauernden Überschneidung der einzelnen Fragen in Bezug auf die Durchführung der Rückführung mit dem Amt 4B4. Bei den gegebenen Akten handelt es sich jedoch nur um solche Vorgänge, bei denen Juden bzw. Mischlinge in Erscheinung treten. Und dann gibt er hier Bericht über das Ergebnis seiner Rücksprache mit dem Hauptsturmführer Wörn. Das ist der Regierungsamtmann Wörn, ein Sachbearbeiter meines Dezernates. Und zwar ebenfalls über Rückführung von Mischlingen aus den besetzten niederländischen Gebieten. Es sind eine Reihe von Punkten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte sind angeschnitten worden, die hier irgendwie, nicht irgendwie, sondern die eben hier aufgrund der bei Wörn vorhandenen Unterlagen von ihm auskunftsmäßig behandelt worden sind. Es dreht sich hier um Scheidung von Mischlingsangelegenheiten, Rückführungsangelegenheiten. Es heißt hier, dass Mischlinge in Schulungshaft überführt werden sollen, jedoch, wo es sich um Prominentere handelt, solle davon Abstand genommen werden. Schulungshaft deswegen, damit nicht, wo stimmt das, damit nicht der Eindruck entstünde, dass Mischlinge oder sonstige Personen während des Krieges in der Heimat sind, sich in höheren Stellungen befinden, unbesorgt höhere Gehälter beziehen, während die deutschen Soldaten an der Front seien. Er schreibt dann weiter, die Behandlung bezüglich der Rückführung ehemaliger Reichsdeutscher, die durch Heirat mit einem Niederländer die niederländische Staatsangehörigkeit erworben hätten, ehemaliger Reichsdeutscher sicherlich, insbesondere mit einem Juden, der wohl steht, würde gerade sagen, sicherlich mit einem Juden, Austausch bzw. Sonderbehandlung für jüdischen Teil einer kinderlosen Mischehe, die einzelnen Punkte sind mir natürlich nicht klar heute mehr, aber Wörnstein gibt nichts, dass die Auskunft von Wörn ist sicherlich sachlich und korrekt aufgrund seiner vorhandenen Unterlagen gewesen. Hunsche, mit dem er ebenfalls eine Rücksprache hatte, gibt hier Auskunft über die vermögensrechtlichen Angelegenheiten und da ist mir jetzt hier nun ein Punkt aufgetaucht. Im Übrigen heißt es hier, soll der Reichskommissar in Vermögensangelegenheiten selbst entscheiden. In Holland ist, das ist mir auch jetzt klar geworden, hat es einen Reichskommissar für die vermögensrechtlichen Angelegenheiten gegeben. Ich glaube, das war der ehemalige österreichische Minister Dr. Fischböck. Der hat das dort, glaube ich, behandelt. Es ist hier allerdings auch eine Firma, wenn ich das so bezeichnen kann, genannt. Denn es heißt, hier gehört jedoch das Vermögen des jüdischen Ehemannes, beziehungsweise ist es bei Lippmann, Rosenthal und Co. hinterlegt. So kommt ja dann mit einer nächsten Frage. Vielleicht ist hier Lippmann, Rosenthal und Co. so eine Art Depot oder Fonds oder irgendetwas gewesen,
sicherlich unter der Dienstaufsicht dann, weil es hier im selben Atemzug genannt ist, unter der Dienstaufsicht des Reichskommissars in Vermögensangelegenheiten wäre möglich. Er gibt dann weiter den Inhalt seiner Rücksprache mit Hauptschriftführern Novak und Hartmann an. Also hier wird es sich um Transportangelegenheiten gehandelt haben. Und zwar ist jetzt hier eine Sache, habe ich hier gelesen, dass Dr. Seidel in Bergen-Belsen Lagerkommandant gewesen wäre. Und jetzt geht hieraus schon Näheres hervor. Ich konnte mir also damals nichts darunter vorstellen. Vorstellen kann ich mir auch heute nichts darunter, aber hier lese ich es eben. Also ist es zweifelsfrei. Bezüglich der Neuerrichtung des Lagers Bergen-Belsen wurde mir von zuständiger Seite erklärt, dass das Lager Theresienstadt auch weiterhin bestehen bleibt. Und dass in Theresienstadt nur Juden aus dem Reichsgebiet beziehungsweise alte und kranke Juden untergebracht werden. Der jetzige Lagerkommandant des Hauptstufführers Seidel wird Lagerkommandant in Bergen-Belsen. Das neue Lager soll ein Fassungsvermögen von 10.000 Personen haben. In dieses Lager sollen sogenannte Protektionsjuden, jüdische Funktionäre und solche Juden, die Verbindung zum Ausland haben und für einen eventuellen Austausch in Frage kommen, untergebracht werden. Weiterhin sollen prominente Juden für eventuelle Fälle ebenfalls dorthin kommen. Für Bergen-Belsen kommen nur Juden aus Europa in Frage. Da wird dann um diese Zeit wahrscheinlich eine Zweiteilung vorgenommen worden sein. Theresienstadt aus dem Reichsgebiet und Bergen-Belsen für die übrigen Juden aus Europa. Aber demnach, das ist mir nicht klar, hat das Lager, ich weiß es jetzt nicht, hat das Lager Bergen-Belsen schon vor dem bestanden oder ist es erst um diese Zeit, also etwa Mitte 1943 eingerichtet worden? Vielleicht ist das ein bestimmter Sektor gewesen in Bergen-Belsen, für den Seidel zuständig war, weil ich hier lese, dass hier nur Protektionsjuden und so weiter und so weiter reinkommen sollen. Das ist mir nicht klar. Es ginge aus dem hervor, möchte ich mal sagen. Sonst weiß ich damit nicht. Und dann die Rücksprache, das Rücksprachenergebnis mit Sturmanführer Günther. Er teilt eben hier mit, dass, oder ist erstaunt, dass in Holland schon sterilisiert wird, währenddem im Reich, so entnehme ich es hier, offenbar noch nicht damit begonnen worden ist. Und aus dem Gesetzgebiet. Und er die Möglichkeit nicht von der Hand weist, dass es in Holland zu einer separaten Regelung zwischen dem Reichs-WSS und dem SS-Obergruppenführer Rauter in dieser Frage gekommen ist. Rauter war der höhere Polizeiführer gewesen in Holland. Er gibt ihm dann noch gewissermaßen die weltanschaulichen Standpunkt dar, teilt ihn mit, dass der Reichs-WSS angeordnet habe, dass das Reich vorbildlich vorgehen müsse auf diesem Gebiet und erst nachdem in Deutschland irgendwelche Maßnahmen durchgeführt worden sind, das Ausland bzw. besetzte Gebiete, in zweiter Linie diese Maßnahmen ergreife. Also im Wesentlichen scheint es sich hier um eine Verstimmung Günthers gehandelt zu haben, dass Holland den Maßnahmen des Reiches vorausgegriffen hat, lese ich daraus. Ich frage mich nur, warum, wenn er schon mit allen gesprochen hat, warum hat er nicht mit mir gesprochen, 9.7.43? Ich weiß es nicht. Ja, an sich kann ich zu diesem
Bericht nichts weiter sagen, als dass er sicherlich im Großen und Ganzen stimmen muss und stimmen wird. Sind die hier angeführten verschiedenen Punkte Richtlinien, die Sie in den darin aufgeworfenen Angelegenheiten erteilten bzw. durch Ihre Sachbearbeiter dann weitergeben ließen? Ja, die Auskünfte, die hier erteilt worden sind, das sind die Resultate, wie das eben immer ist in der Zentralinstanz, die Resultate der verschiedenen, sei es auf Korrespondenzweg zustande gekommenen Einigungen mit den in Frage kommenden übrigen Zentralinstanzen oder aufgrund erfolgter sogenannter Konferenzen oder Besprechungen. Jedenfalls sind die Abschlussergebnisse sämtlicher an diesen Sachen beteiligten Zentralinstanzen, für deren Durchführung dann die Polizei verantwortlich gemacht wurde. Hier auf Seite 4 unter Paragraph 4 zur Frage der Lösung der Mischehenprobleme steht folgender Satz: Vom Reichssicherheitshauptamt wurde jedoch angeregt, dass der jüdische Teil der Mischehe geschlossen für den Arbeitseinsatz in den Niederlanden untergebracht wird, damit auch bei der Lösung der Mischehenfrage sofort auf den jüdischen Teil der Mischehe zurückgegriffen und der eventuelle Abtransport zum Arbeitseinsatz in die Wege geleitet werden kann. Diese Maßnahme wird im Reich bereits angewandt. Das heißt, im Reich wurde dieser Plan schon verwirklicht. Jawohl, und daher hat das Reichssicherheitshauptamt diese Maßnahme genauso auch in Holland in Anwendung bringen müssen. War das, damit man jederzeit in der Lage sein kann, den jüdischen Teil der Mischehen nach dem Osten in die Vernichtungslager abtransportieren zu können, wenn der Zeitpunkt dafür gegeben wird? Das hätte zum Beispiel sein können. Es hätte sein können, irgendwie andere, ich weiß nicht, wie diese Punkte fixiert wurden und aufgrund welcher Besprechungsergebnisse sie zustande gekommen sind. Jedenfalls, die Sache war so gewesen, dass alles bei den Sachbearbeitern vorlag und danach eben genau verfahren worden ist. Wäre der Befehl zum Beispiel erteilt worden, die Mischlinge ersten Grades sind nach dem Osten zu transportieren, hätte 4B4 selbstverständlich dann sofort die entsprechenden, Anweisungen des Reichssicherheitshauptamtes an die dafür in Frage kommenden örtlichen Instanzen, also zweiter Instanz, herausgegeben. Und da dann die Mischlinge ersten Grades schon konzentriert waren, wäre dann die Erfassung leichter gewesen? Jawohl, jawohl. Hier bezüglich der Rücksprache mit Günther über die Sterilisierung in Holland, die damals schon angefangen hatte, wurden Sie damals wahrscheinlich, da Sie doch der Leiter der Abteilung waren, auch über diese Tatsache, dass in Holland mit der Sterilisierung angefangen worden ist, informiert? Sicherlich bin ich dann, ich kann mich natürlich nicht mehr entsinnen, aber sicherlich bin ich informiert gewesen. Hier auf der letzten Seite steht, dass die Sterilisierung grundsätzlich auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhe. Wenn nun ein Mischling sich weigert, sich freiwillig sterilisieren zu lassen, welchem Schicksal durfte er dann entgegensehen? Ja, Herr Hauptmann, ich sagte neulich schon, soviel ich weiß, ist die Mischlingsangelegenheit nirgends zum Tragen gekommen und jetzt geht das daraus auch hervor.
Die Sachen sind doch meines Erachtens alle stecken geblieben. Das ist meine Erinnerung. Also sehen, das ist in Holland schon durchgeführt. Jawohl, nun sagte ich das neulich schon. Es geht hier ganz klar daraus hervor, im Reichsgebiet ist auch nichts unternommen worden, denn hier hat Günther nicht nur Erstaunen, sondern er hat sich darüber alteriert, dass in Holland den Maßnahmen des Reichsgebietes vorgegriffen würde und er sich das nur dadurch erklären könne, dass der Reichsführer, SS und Chef der deutschen Polizei mit dem SS-Obergruppenführer Rauter ein besonderes Übereinkommen getroffen haben könnte. Und das stimmt, denn ich kann mich nicht entsinnen, dass im Reich sterilisiert worden ist. Kann ich mich nicht entsinnen, das sagte ich aber neulich schon. Und das wäre gewissermaßen der Beweis, möchte ich mal sagen, für die Richtigkeit meiner Meinung. Denn ich kann das auch nicht so hundertprozentig heute mehr sagen, es ist bestimmt nichts sterilisiert worden im Reichsgebiet. Ich kann das heute auch nur noch mehr gefühlsmäßig sagen, als wie dass ich sagen könnte, nein, es ist wirklich nicht sterilisiert worden. Ich weiß es ganz genau, so genau weiß ich das nicht. Aber das wäre zum Beispiel ein Hinweis dafür, dass jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt, Mitte 43 war das gewesen, dass da noch nichts sterilisiert worden ist. Nachdem aber hier in Holland schon Juden gezwungen wurden, sich sterilisieren zu lassen, oder Mischling sagen, ja, sich sterilisieren zu lassen, was wäre dann passiert, wenn einer von denen sich geweigert hätte? Herr Hauptmann, die Sachen sind ja nun so. Nichts konnte irgendwie vom Dezernat 4b4 entschieden werden von sich heraus, sondern in allen Fällen, wie das eben bei einer Zentralinstanz ist und in Sonderheit bei diesen polizeilichen Zentralinstanzen und ganz besonders bei uns 4b4, wo sich alles reinhängt, hing und alles reinmischte, in all diesen Dingen musste die Obrigkeit befragt werden. Und es geht auch hier ganz klar daraus hervor, das haben die höheren Garnituren irgendwie inszeniert, wenn also jetzt zum Beispiel eine Behandlung der Mischlinge ersten Grades in Frage gekommen wäre, hätte 4b4 sich angefragt, wie ist zu verfahren und wie das dann befohlen worden wäre, wäre das gemacht worden. Wie ich sagte, hätte hier der Reichsführer befohlen, evakuieren, wäre der Befehl rausgekommen, evakuieren. Trotz und unbeschadet einer Sterilisierung, weil da hätte ja 4b4 nichts dazu machen können, denn 4b4 hat die Sterilisierung nicht in Gang setzen können und hätte selbstverständlich, wenn der Befehl gekommen wäre, auch den Befehl ausführen müssen zur Evakuierung wiederum. Das 4b4 hätte dann nur diese Sterilisierung forcieren müssen. 4b4 hätte die Sterilisierung nicht forcieren können, Herr Hauptmann, denn in die Sterilisierungsangelegenheiten oder in Sterilisierungsangelegenheiten war ja 4b4 nie federführend gewesen. Oder sagen wir die... Wir hätten das Dienstmädchen für alles eben sein müssen, wenn befohlen worden wäre Sterilisierung zum Beispiel. Ich setze jetzt mal den Fall. Das Reichsgebiet wird, also irgendeine Behörde hätte ja das nun herausgeben müssen, dass die Sterilisierung nur mehr durchgeführt wird. Dann hätten die Staatspolizei und Leitstellen selbstverständlich Mitteilung bekommen müssen, gemäß Befehl sowieso oder gemäß Weisung sowieso. Es wäre wahrscheinlich, weil das Innenministerium, dass die verschiedenen anderen Zentralinstanzen daran beteiligt waren, wäre es vielleicht nicht einmal ein Befehl gewesen, sondern wäre es die Durchführungsverordnung zu irgendeinem Gesetz geworden, denke ich mir. Denn die Sache war ja doch zu groß aufgezogen, diese ganze Angelegenheit. Und Ihre Aufgabe war es dann, ein derartiges Programm zur Durchführung durch Forcierung und Überwachung zu bringen. Überwachung, das würde ich schon bejahen. Denn das ist ganz klar, denn die Staatspolizeistellen wären angewiesen worden, hier die Sache zu überwachen. Aber die Forcierung oder Durchführung und so weiter, dass alle, die damit zusammenhängen, fragen, die hätten ja andere Ämter machen müssen. Wir haben hier zum Beispiel in einem Brief gesehen, wo
drin gestanden hat, dass ihre Abteilung hat verlangt, dass für den Monat Mai unbedingt 8000 Juden deportiert werden müssen. Ist das nicht eine Forcierung? Wenn das Programm gewesen wäre der allgemeinen Sterilisierung, hätten Sie dann nicht darauf gedrängt, dass das eingehalten wird? Herr Hauptmann, der Unterschied ist hier nur der. Für die Evakuierung, da legte das, da musste 4B4 gewissermaßen das Tempo vorlegen, und zwar aus zweierlei Gründen. Einmal die sture und klare Befehlsgebung des Reichsführers, des Chefs der deutschen Polizei, mit Vehemenz die Sache durchzuführen. Das lag nun fest. Und zweitens war 4B4 abhängig, wie ich schon sagte, von dem Transportmaterial. Hat 4B4 Zeiten gehabt, wo das rollende Material entsprechend leichter zur Verfügung stand, dann musste 4B4 aufgrund des generellen Befehls des Reichsführers, des Chefs der deutschen Polizei, hier ebenfalls mit Vehemenz dafür sorgen, dass dieser Transportraum auch ausgenutzt wird. Das hat 4B4 natürlich gemacht. Das waren die zwei Angelhaken gewesen, darin hing die ganze Sache. Und darum drehte sich die ganze Angelegenheit. Wollen Sie das Dokument unterschreiben als Beweis dafür, dass ihm hier vorgelegt worden ist? Ich zeige Ihnen jetzt eine Fotokopie, meine Nummer 4 Gimmelhe 43-18. Ist eine Abschrift, wahrscheinlich eines FS-Schreibens, an den BDS für die besetzten niederländischen Gebiete, datiert Berlin den 28. August 1943. Gezeichnet Eichmann, 4B4, klein a, und betrifft die Abbeförderung von Juden aus den besetzten niederländischen Gebieten. Wollen Sie sich das Dokument durchlesen? Ich stelle einen Moment den Apparat ab. Jawohl. Haben Sie das Dokument durchgelesen? Jawohl. Wollen Sie sich dazu äußern? Jawohl. Es handelt sich hier, ich bin vorhin schon auf einen Namen, irgendwie ein Name ist mir aufgefallen hier, der von der Rüstungsinspektion oder irgendwie, so, ich reite ihn ein in das VNB Hauptamt, also Rüstungslager in Holland. Das ist jetzt nicht so sehr wichtig, aber dieses Fernschreiben erinnert mich daran. Sicherlich ist um jene Zeit, es handelt sich hier, wann war das? August 43. Da wird man in Holland irgendwie mit der Verlagerung von Rüstungsangelegenheiten höheren Orts sich Gedanken gemacht haben, vielleicht im Hinblick auf eine bald bevorstehende Invasion oder irgendwie, jedenfalls sind da Befehle ergangen, und gemäß diesen Befehlen musste jetzt sogar ein Rüstungsbetrieb, wenn ich ihn mal so nennen soll, zwar ein kleiner Betrieb gewesen, aber immerhin ein Rüstungsbetrieb, in Holland verlagert werden. Und im Zuge dieser Verlagerung, es geht aus diesem Fernschreiben hervor,
habe ich mit dem VW-Hauptamt also gesprochen und es sollten die 2400 Juden, die hier offensichtlich in diesem Rüstungsprogramm tätig waren, verlagert werden. Und zwar wurde das Ergebnis mitgeteilt, es sollten mit Ausnahme von 80 für wichtige Fertigung der Luftwaffe und einigen Juden in der Diamanten, also Diamantenjuden ausgenommen, alles Übrige nach Auschwitz transportiert werden. Falls nicht in den nächsten Tagen vorgesehene Rücksprache des Lagerleiters des KL Herzog Busch bei SS-Gruppenführer Rauter ein anderes Ergebnis zeitigt. Des Weiteren sind die 700 in Barneval befindlichen sogenannten protegierten Juden für das Lager Bergen-Belsen zu erfassen. Der Termin für die Beförderung wird nach Schaffung weiterer Aufnahmemöglichkeiten in Bergen-Belsen ermittelt. Ja, das ist also eine ganz klare Sache. Diese 2400 Juden, die nach Auschwitz gekommen sind, die sind sicherlich nicht dort der Tötung zugeführt worden, sondern ich vermute, dass die in die Rüstungsindustrie nach Auschwitz gekommen sind, weil sie in Holland ja hier schon in der Rüstungsindustrie tätig gewesen sind. Das geht, glaube ich, aus einem anderen Bericht oder irgendwie, ja, Bericht der Dienste des Befehlshauses hier als Polizeisystem hervor. Also es scheint, kann man natürlich einzeln nichts mehr darunter vorstellen heute, aber es scheint eine Art Vorbereitung gewesen zu sein für die Freimachung im Hinblick auf eine allfällige Invasion. Wenngleich ich damals um diese Zeit sicherlich nichts gewusst habe davon, dass das für eine Invasion in Frage kommen kann, denn diese Sachen wird man seitens unserer Vorgesetzten uns nicht irgendwie mitgeteilt haben, denn man müsste ja mir das schriftlich mitgeteilt haben und so war es ja die Regel wohl gewesen und schriftlich hat man so etwas sicherlich um jene Zeit nicht von sich gegeben. Und diese 700 Juden in Bergen-Belsen, das wird sich hier um diese Sache handeln, die in Bergen-Belsen als Protektionsjudenapparate geführt worden sind. Mehr kann ich dazu sagen. Ist diese Mitteilung so zu verstehen, dass bis auf wenige Ausnahmen dann die Juden Hollands restlos nach Auschwitz zu deportieren waren? Jawohl, jawohl. Also aus dem gesamten holländischen Raum heraus und nach dem Innern zu. Ich sehe aber, dass Sie doch mit dem Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt Verhandlungen geführt haben. Ich glaube, Sie sagen einmal, Sie hätten nie mit dem verhandelt. Mit dem VW-Hauptamt? Oh ja, Herr Hauptmann, mit dem VW-Hauptamt haben wir laufend verhandelt, habe ich sogar gesagt. Aber laufend. Haben Sie persönlich Verhandlungen geführt? Ja, sicherlich. Ich sagte ja auch, ich habe angerufen oder irgendwie. In der Regel hat selbstverständlich das Novak gemacht oder Günther, sofern es sich das um die Fahrplankonferenzen handelt. Hier handelte es sich um ein dem VW-Hauptamt in Holland unterstelltes Rüstungslager, das eben jetzt nun aus Holland wegzubringen ist. Und diesen Befehl des Wegbringens aus Holland, das war natürlich wieder Aufgabe der Sicherheitspolizei, des Befehlshabers der Sicherheitspolizei gewesen, und das im Hinblick auf allfällig kommende kriegerische Ereignisse hier diese Sache ausgeräumt wird. Auf der anderen Seite aber, nachdem es sich um einen Rüstungsbetrieb handelt, konnte die Sicherheitspolizei nicht ohne weiteres von sich aus schalten, sondern hier waren ja in erster Linie die Rüstungsarbeiten, hatten die Rüstungsarbeiten das Primat. Und in zweiter Linie erst kam die Tatsache dran, ob das sich um Juden oder nicht Juden handelt. Ist Ihnen bekannt, ob diese ganze Gruppe von 2400 Juden, glaube ich, sagten Sie? 2400, ja. Eher
dann in Auschwitz zu dem Arbeitseinsatz kamen? Herr Hauptmann, das ist mir nicht bekannt. Ich weiß bloß, dass in Auschwitz und Umgebung, ich sagte schon, Heinkel-Werke waren. Buna-Werke, glaube ich, gab es dort auch. Ja. Buna gab es auch, jawohl. Heinkel weiß ich noch, Buna höre ich jetzt und erinnere mich auch. Dann waren Bergwerke dort gewesen. Bergwerke. Also es war eine Rüstungsindustrie größeren Ausmaßes gewesen in Auschwitz. Wollen Sie das Dokument unterschreiben als Beweis dafür, dass es hier vorgelegt worden ist? Ich hätte das mit den Heinkel-Werken auch nicht mehr gewusst, wenn ich nicht zufällig in der Zeitung gelesen hätte im Laufe der letzten Jahre, dass die Heinkel-Werke eben für die Arbeiten im Laufe der Wiedergutmachungsangelegenheit hier die Löhne oder irgendwie bezahlen. Nur so konnte ich mich wieder entsinnen, dachte ich mir, ja, stimmt ja, da waren ja die Heinkel-Werke gewesen. Sonst hätte ich auch das vergessen. Es ist jetzt 12.55 Uhr und wir werden jetzt abbrechen.